Hey Kinders und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Watch Dogs 2. Und diesmal wieder bei diesem Gebiet. Ihr könnt euch vielleicht noch dran erinnern, wo ich an diese Tasche wollte. Die Polizei kam auch. Kann echt gut erkennen, dass die KI echt nicht übel agiert. So, der müsste jetzt von da oben, aber jetzt hat er es gemerkt, von da oben kann er nicht so gut agieren, wie er will. Der reicht sogar Granaten aus, ne? Oh, lol! Boah, lol! Krass, Alter! Die Bullen sind ja krass drauf. Ey, das haben die mal richtig gut gelöst, ne? Ja, dann lasst mich da mal rein. Cool! Ey, die Bullen. Freund und Helfer. Könnten Sie das irgendwo anders machen? Was? Über den Zaun klettern? Geil, ey. Krass, ne? Einfach nur krass, wie die Bullen das erledigt haben. Bam, bam. Zwei Bullen gegen 5 oder 6 von den Banditos da und dann easy. Gut, was wir hier eigentlich suchen, ist noch nicht ab, ist, ich habe ja bei der, erklär mir das mal einer, warum das manchmal so lange dauert, bis man da drauf zugreifen kann. Also, ich habe ja hier bei dem Tree, den Test-Tree, das hier will ich haben, dass der Jumper ganz hoch springen kann, ja. Dazu gibt es auf der Karte, kannst du auf der Karte nachgucken, wo das ist. Das muss hier irgendwo sein. Also, ich nehme an, da. Dafür brauchen wir, wie gesagt, unseren Jumper. Und das hier. Okay. Okay, nicht so erfolgreich. Dann muss ich das mit ein bisschen Schmackes entfernen. Oh, leid. Ah, tut mir leid. Vielleicht in die andere Richtung. Eher. Okay, den einen haben wir beiseite schieben können und dann... Oh, fuck. Okay, den anderen müssen wir auch noch irgendwie beiseite schieben. Elektroauto, meine Freunde. Ein Elektroauto. Wieso laufen die mir immer vor das Auto? Echt? Hmm.
Ich glaube, wir müssen nochmal weg und nochmal dahin. Aber ich drücke immer Escape dafür, ne? Dabei ist Tab die bessere Variante. Okay, machen wir dahin mal eine Schnellreise. Jo. Danach wieder zurück. Dann dürfte das Gebiet wieder frei sein, so dass ich dann dahin porten kann. Dass ich mich dahin bewegen kann. So. Und noch einmal schnell zurück. Also. Ich brauche einen. Oh, wir können es auch anders machen, ne? Wenn ich das recht sehe, stehen die ja gar nicht mehr so schlecht. Dass ich mit meinem. Ist hier nicht einsetzbar. Wie vielleicht? Jo, Alter, das geht doch klar. Perfekt. Jetzt muss ich nur noch gucken. Nicht escape. So, das da. So. Jetzt haben wir nämlich neue Kerndaten. Und jetzt kann der Jumper nämlich richtig jumpen. So. Bravissimo mäßig, ne? Ah, das ist Polizeistation hier. Wow. Ah, die habe ich leider noch nicht freigeschaltet. Ah, da ist das drin, was wir haben wollen. Da müssen wir. Okay, wir müssen einmal über den ganzen Hof. Oh, warte mal. Da wir den noch gerade hier haben, hat denn irgendeiner von denen irgendwas Gutes bei sich? Was Explosives? Nee, scheint nicht so. Na ja, gut, dann müssen wir es halt ohne machen. Ja, wir machen es besser erstmal sneaky. Haben wir geschafft.
Oh, das ist ein Taser. Du hättest dich ergeben sollen. Haben Sie kommende Infos zum Verdächtigen, folgen gleich. Okay. Alter! Alter! Ich hab ihm in den Arsch geschossen! In den Arsch! Aber das wird ja nicht akzeptiert, ne? Also, in den Arsch schießen ist nicht treffen. Merken wir uns, wa? Wer ist der Golden Gate Vandale? Online-Gerüchten zufolge gehört er zur Online-Hacker-Gruppe DedSec. Doch das ist noch unbestätigt. Was halten Sie vom Facelifting für unsere Brücke? Sagen Sie es uns auf Invite. Wir lesen Ihre Kommentare in der Sendung vor. Ich muss irgendwie... Wir haben einen Augenzeugen. Der Verdächtige sieht wie folgt aus. Schießt. Wie kommst du darauf? Alter, bück dich im richtigen Augenblick, du Arsch. So, den haben wir. Den haben wir. $18.838, oh, lohnt sich so ein bisschen. Gott sei Dank, wir haben drei Flüchtlingsstatus. Gott sei Dank, Ich verschwinde lieber. Okay. Wo wollten wir jetzt eigentlich hin? Ach ja, wir wollten eigentlich mal eine Hauptstory anfangen, ne? Okay, da. Ist das weit? Oh ja, das ist weit. Dann gehen wir mal mit der Google-App. Ey, was? Immer... Shit! Wo steckst du? Boah! Los geht's! Ich hab den erledigt bekommen! So! Echt? Warum kommen die Hacker immer dann, wenn ich gerade irgendwo hin möchte? Ehrlich. Das
geht ein wenig auf den Keks. Darf ich jetzt endlich? Meine Güte. Ich wollte ja eigentlich nur da hoch. Ah. Ja, du Sensenmann. Ja. Oh, ich laufe in die falsche Richtung. Hier muss ich hin. Ja, das ist echt coole Werbung. Aber dafür einen ganzen LKW bereitstellen. Richtig, richtig Verschwendung von Ressourcen. Oh, der Nerdladen! Oh, was ist los? Hey, willst du eine Runde mitspielen? Wir brauchen noch einen Spieler. Das ist eins dieser neuen deutschen Spiele, hä? Huh? Scheiße, das ist Free Road. Hat einen goldenen Ace gewonnen. Würde ich gern, aber ich bin spät dran. Kein Problem. Oh, ja, ja, mit euch haben wir ja alles schon gesprochen. Lass mich mal rein. Total übertrieben. Der Zack! Gib schon, der Zack. Oh yeah. Ich weiß jetzt, wie ich an die Dinger hier rankomme. Bin ich bereits, Alter. Dann lass mal schauen hier. Yo, Marcus, hast du den Trailer für den neuen Jimmy Siska-Film gesehen? Ist der schon draußen? Ja, ja, lass sehen, Mann. Nein, nicht da drauf. Dafür brauchen wir perfekten Sound, einen großen Bildschirm und was zum Hinsetzen. Wir brauchen Ruhe. Hast du ihn schon gesehen?
Nein, ich habe auf dich gewartet. Echt cool. Danke. Okay, wir schauen jetzt den Trailer, also Klappe halten. Klappe halten. In einer durch Technologie verbundenen Welt. Ich will keine Gerechtigkeit, gottverdammt. Ein Mann streift über den Daten-Superhighway und verlangt Cybergerechtigkeit. Ich will Cybergerechtigkeit. Kann eine simple Zeile Code die ganze Welt vernichten? Das wird eine Cyberkatastrophe. Cyberdriver. Triff ihn mit dem Code-Strudel-Chip. Jimmy Siska ist. Ihr habt keine Wahl. Folgt mir oder sterbt. Devon von Devon. Wir müssen diese Hacker in Sicherheit bringen. Das sind keine Hacker, Devon. Das sind nur Script-Kiddies. Hey, das Auto antwortet. Das ist kein normaler KI-Auto. Ich denke, nächstes Mal brauchen wir eine höhere Firewall, Mann. Cyber Driver. Actionheld vom Feinsten. Sprechendes Auto. Gib's so, Josh. Das Auto ist cool. Wisst ihr, was ich denke? Wir drehen unsere eigene Version des Trailers. Und dieses Auto wird uns dabei helfen. Im Ernst? Sowas bringt uns einen Haufen Follower. Jo, zuerst gehen Josh und ich zum Studio und holen das Drehbuch. Wir sehen mal nach, welche anderen Perlen es noch über DeathSec gibt. Und wir suchen das Auto. Okay, wie läuft das jetzt? Geben wir eine Warnung raus? Nein, wieso sollten wir? Die sichern nur alles ab. Nein, lass sie doch. Keine Sorge, Cyberboy. Nein, nicht. Hackerfilme werden eben gehackt. HMP Studios. Ihr alleine seid für diesen Cyber-Driver-Reinfall verantwortlich. Billige Stunts und schlechte Dialoge sind eine Sache. Aber ihr beleidigt unsere Intelligenz. Und das ist unentschuldbar. Offenbar muss euch jemand zeigen, wozu Hacker wirklich imstande sind. Und da ihr nicht gleich zu uns gekommen seid, kommen wir jetzt zu euch. Wir starten Operation Hack und Weg. Wir zeigen euch, was Hacker können. Wir sind DeathSec. Okay. Ja, dann fahren wir mal zu den... Bitte! Ich möchte nicht immer auf meine Maus warten, wenn ich das drücke. Boah, Schnellreise nicht verfügbar. Wenigstens dauert die Tür. Obwohl sie lang dauert, nicht ganz so lang, wie wenn man rein möchte. Okay, komm, wir haben das Motorrad noch da. Hey, fuck! Ihr habt gedacht, dieser Film würde gut werden? Tja, ja, klar. Was zum Lachen? Cool, deine Worte. Hab ich echt cool gesagt? Wir wissen nur so viel, Josh. Cyberdriver hat sich als millionenschwere Cyberkatastrophe herausgestellt. Du willst mich nur auf die Palme bringen, mit dem Wort. Oh nein, keine Palme, Mann. Ein Bonsai vielleicht? Wieso lässt Galilei sowas zu? Das ist Rufmord. Du meinst Cybermord? Versuch es nur weiter. Ich werde das nie komisch finden. Mal ganz ehrlich, wenn sie die Szenen schon für den Trailer aussuchen... Tja, dann ist der Rest totaler Scheiß. Und dass sie DeathSec aufs Korn nehmen, ist seltsam. Na, Chicago war eine Riesensache. Stimmt. Trotzdem keine Sorge. Du und ich, wir werden über den Datenhighway streifen auf der Suche nach wahrer Cybergerechtigkeit. Komm, Josh, das wird eine Menge Spaß machen. Und ich verspreche, dass ich nicht mehr Cyber sage. Weißt du, all das hier, das wird die Cyberwelt verändern. Das wird nichts für epileptische Anfälle. So. Ah, danke, dass ihr mir die Tür öffnet. Und da sind wir, Hook Motion Picture Studios. Ja, wir sind doch schon gerade reingefahren. Wieso bin ich denn jetzt nicht mehr da drin? Ah, jetzt wieder.
Wir haben so einen Typen getroffen. Meinhard S-Rohr. Dort wird keiner Frau geholfen. Die ermorden menschliche Babys. Was? Ja, dicht machen. Da geht's um eine schwimmende Stadt in der Bay. Hört ja, Freidenker. Svelta-Skelter? Okay. Sondieren wir mal die Gegend ein bisschen aus. Okay, da kommen wir rein. So. Gut. Dann haben wir das schon mal. Bevor wir das hacken können, müssen wir aber das da wahrscheinlich freischalten, ne? Okay. Der Sicherheitsservice geht uns ein bisschen. Oh. Das war unabsichtlich, um ehrlich zu sein. Oh. Okay. Okay, Leute, ich bin drin. Da ist ein Wachmann. So, was ist denn hier los? Ach komm, ich kenne mein Glück. Das ist ja so klar, ey. Okay, komm her, Baby. Das reicht. Stehen bleiben auf der Stelle. Damit verschwende ich doch nicht meine Zeit. Okay, komm her. Können wir denn hier schönes alles machen? Na, bitte. Nice.
die nicht so geheimen Mails. So. Ah, okay. Wir hätten es auch so machen können. Na, jetzt sind wir ja hier oben. Ah, wir müssen aber da runter. Aber irgendwie muss man die ja wohl... Ja. Oh. Dann kommen wir da auch rein, ne? Ich hab's. Wir haben das ganze Skript von Cyberdriver. Was ist mit dem Auto? Ich glaube, es ist nicht hier. Wir finden es. Ich hau jetzt ab. Okay. Auf dich! Alle Mann! Alarm! Wir haben einen Eindringling! Echt? Wo denn? Dann erst richtig an und ich mag keine... Okay. Auf mein Zeichen! Glasschuhe und das ganze Zeug. So. Und der gehen aber da hinten rum. Hab ich noch nicht gesehen. Ich will ein Selfie auf dem Fahrersitz. Hey Leute, ich habe eine Mail, in der steht, dass sie das Auto irgendwo hinbringen. Nur leider nicht wann und wohin. Ist schon okay. Ich glaube, ich habe einen Plan B. Okay. Ich bin entkommen. Das haben wir doch ganz sneaky geschafft. Total durchgeknallt! Was ist los? War doch ein Motorrad über ein Baseballfeld. Markus, ich kenne einen Paparazzo, der weiß, wo der Wagen ist. Er wartet auf dich. Wir geben ihm, was immer er aus dem E-Mail-Dump haben will. Du kannst ihm trauen. Okay, du hast Paparazzi-Kontakte? Gibt es jemanden, den du nicht kennst? So bin ich. Jeder kennt und liebt mich. Aha. Mission weiterverfolgen. Okay, das haben wir. F. Oh, komm schon, Leute. So, wenigstens ist diesmal eine Schnellreise verfügbar. Dann müssen wir ja nicht so umständlich rüberfahren. Du denn? So, der Paparazzo. Der Paparazzi. Paparazzio. Oh, das ist ein Mini-Sperrgebiet. Das ist ja auch mal geil. Oh, hey. Hat die Gang da wohl wieder mal? Invasion. Nee, komm, lass mal gerade die Finger von. Will ich gar nicht hin.
da wollen wir hin. Zum Paparazzo. Und wie macht es Spaß, das zu sagen? Ach komm. Im Ernst jetzt? Wieso müssen wir uns mit dem denn da oben treffen, ey? Hat er irgendwie zu viel Freizeit oder was? Das regt einen ja auf, ne? Dann muss man einmal den ganzen Block laufen. Dann müssen wir da einsteigen. Nein, ich glaube, da ist die Schüssel im Weg. Vielleicht reicht's ja. What? Wieso willst du denn jemanden ins Gesicht schießen? Sag mal, geht's hier nicht mehr ganz gut, oder was? Details zu dem besonderen Auto will ich auch pikante Details haben. Wie Jimmy Siska und Popstar Nelly Shire? Also vögeln die echt? Ich wusste es. Tja, okay, das klingt auch gut. Ist schon gesendet. Cool, Mann. Sehr cool. Okay, ich habe Ihnen die GPS-Daten des Autos geschickt. Also, nur noch gerade das Auto holen. War ja klar, dass da die ganze Polizei drumherum ist, ne? Was wir machen ist den Heli aktivieren und jetzt mal die ganzen Leute markieren. Okay. Ich würde sagen, umgehen, haben wir es deutlich einfacher. Jo, das klingt mal nach dem Plan. Okay, hier hinten rum ist nicht möglich. Müssen wir hier außen hinten rum. Das ist egal. Bullenwagen. Aktivieren System.
Gruppe, los geht's! Was ist los? Wow! Spürst du die Gier? Die Gier nach Tempo in mir. So, warte mal. Ja, ich autorisiere mich selbst, blöder Pisser. Wrench, hast du gehört, das Auto spricht? Fuck! Also, unter der Brücke langfahren, gute Idee, nur in die andere Richtung. Super! Los geht's! Ist halt so Knight Rider-mäßig, ne? Halten Sie sofort Ihr Fahrzeug an! Spürst du die Gier? Die Gier nach Tempo in mir! Ja, ich autorisiere mich selbst, blöder Pisser. Wrench, hast du gehört? Das Auto spricht. Die Polizei, fahren Sie ran! Fahr doch ran. Wow! Hier spricht die Polizei. Halten Sie sofort an. Hier. Ihr Gesicht ist zu dunkel für eure Sensoren. Was, Bitch? Ich bin schwarz und stolz drauf. Lass deine Sensoren neu kalibrieren. Keine Referenz für schwarz. Na, natürlich nicht. Immer im Inneren des Tornados. Eingeweihte festhalten, Reverend. Gemeinsam gehören die Straßen uns. Hey, hast du gerade was aus dem Film zitiert? Wrench, hast du das gehört? Ich bin ein nitrobetriebenes Kaki-Auto. Oh, wie geil. Ich versuche den Weg des Was? Hast du gerade gesagt, der Wagen hat den Film zitiert? Ja. Yeah. Aber das. Oh, das ist so meta. Boah, ey. Ja, fahren Sie sofort ran! Sie haben erwischt. Geben Sie auf und fahren Sie sofort ran! Verstanden, dein Wagen ist auf dem Weg zum Verdächtigen. Ja. Ich würde ja gerne aus dem Sichtfeld bleiben. Halten Sie sofort Ihr Fahrzeug an! Eine Streife hat die Verfolgung aufgenommen. Halten Sie sofort an! Ich will von der Ich bin von der Schnellstraße runter, Mann! Ah, hier. Okay. Einheiten sind auf dem Weg zu verdächtigen. Das ist so Knight Rider-mäßig abgeguckt worden, ne? So lustig. Boah. Ey, da hab ich aber Schwein gehabt. Verstanden, ein Wagen ist auf dem Weg zum Verdächtigen.
Pedale weg. Ich gehe zur Garage. Bin unterwegs. Ich bin Devin von Devin und ich bin... Sie sind nicht Devin. Devin von Devin ist attraktiv und schneidig. Und Sie nicht. Oh, bitte. Ich bin ganz sicher schneidiger als ein Typ namens Von Devin. Mann, im Silicon Valley gibt's nicht einen, Bruder? Meine Galilei-Entwickler denken an alles. Ja, vielleicht nicht ganz alles. Das stimmt. Oh, jetzt, ey, durch die Flucht bin ich so weit weggekommen von der Garage, ey. Ich hoffe, das Auto geht nicht in die Luft, während ich dahin fahre. Kleinere Brücke. Golden Gate Bridge gefällt mir mehr. Das ist eine Einbahnstraßenbrücke oder was? Geht alles nur in die Richtung. Und da fahren die, das ist so eine Doppeldeckerbrücke, wo die unten dann in die andere Richtung fahren. Na, dann kann man her. Ist der Großteil der Strecke die Schnellstraße. Geht das echt relativ flott. Das Auto ist unheimlich laut, muss man sagen, ne? Oh, gibt es noch eine Abkürzung? Wahrscheinlich. Mal auf hier, kurz vor der Garage. Da eins der Taxis von den Leuten, die sich darüber aufregen, dass wir die Taxi-Escort-Mission da machen. Na, guck mal an, da in der Halle waren wir. Mann, dieses Auto. Das Auto ist echt heiß. Ja, Mann. Respekt, dass Galilei dem Studio für die Gurke Geld abgeknöpft hat. Hast du gehört? Guck mal, ich hab's repariert unterwegs. Vergiss mal die Spracherkennung. Ich meine, klar, es braucht mal einen Klaps auf den Skriptcode, aber die Antworten waren eigentlich stimmig. Hast du eine Ahnung, wie viel Arbeit da drin stecken muss? Galilei hat bei seiner Mars-Sonde von maschinellem Lernen gesprochen. Mann, ich hätte nicht gedacht, dass es der hat hochentwickelt. Was? Oh, Mann. Ich hab's gewusst. Ich bin dagegen, dass Sie mich fahren, Marcus. Sie sind nicht so schneidig wie Devin von Devin. Ich wusste, dass es zu wenig klug und zu viel Scheiße war. Wow. Nigelnagelneu. Also hat es gar nicht geantwortet? Naja, zählt... Zählt es auch? Fick dich, Mann. Fick dich. Das Auto ist auf autonome Steuerung ausgelegt. Aber nichts ist da oder kalibriert. Es könnte es, ist nur nicht perfekt. Aber kein Schrott. Siehst du? Davon rede ich immer. Positiv denken. Es ist nur dämlich. Das ist der Plan? Eben mal ein KI-Auto fertig bauen? Problem? Nein, das geht schon. Ja.
Ey, warte mal, da ist was Rotes. Was ist hier los? Ja. Einheit vor Ort, Code 2. In Ihrem Gebiet wurde ein mutmaßlicher Straftäter gemeldet. Gehen Sie extrem vorsichtig vor. Er hat einen von uns getötet, Jungs. Passt auf euch auf. Das schauen wir uns mal an. Alter. Ich muss echt mal sagen, diese Bullen sind einfach nur übelst krass. Ich hab schon wieder 130.000, ne? Das ist einfach mal... Ich glaube hier, das hatte ich schon geholt gehabt. Aber die Bullen sind cool, echt. Das ist richtig geil. Gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und dann geht's weiter.